Diesmal wieder ein semi-spontanes Video. Und zwar ist es auch vielleicht mal ein etwas anderes Thema als sonst. Und zwar geht es, ja, ich habe mir jetzt keine Gedanken um eine Überschrift gemacht oder ein Wort oder mehrere Worte, die das am besten beschreiben. Es geht im Grunde darum, sich davor, dass man täglich Rohkost zu sich nimmt oder bei jeder Rohkostmahlzeit sich dafür selbst zu lieben. Und ich erkläre das dann gleich kurz, habe ich mir Notizen gemacht, warum und wie das zusammenhängt und was es auch bringt. Also sich täglich für jede Rohkostmahlzeit dafür lieben, dass man das, also dass man die Rohkost isst statt etwas Gekochten. Oder auch dafür, dass man etwas Schleimarmes zu sich nimmt, anstatt von irgendwas Junk-mäßiges. Also es ist nicht unbedingt auf die Rohkost nur bezogen. Es ist dafür da, um sich immer wieder bewusst zu machen, dass das nichts Selbstverständliches ist, was man da tut, sondern dass es wirklich was ganz Wunderbares ist, etwas Rohköstliches zu essen, anstatt sich selber zu nummen, wie heißt es nochmal auf Deutsch, sich selber zu betäuben oder sich runterzuziehen durch stark verarbeitete, gekochte Nahrung zum Beispiel. Also es ist wirklich nichts Selbstverständliches und sich dem bewusst zu werden, das ist auch momentan meine Aufgabe. Es ist so, dass es zeitweise teils einfach erscheint, die Rohkost zu essen. Ich mache mir jetzt einfach einen Salat oder weiß ich nicht, esse Früchte, was kurzfristig gesehen halt sogar einfacher ist, einfach ein paar Früchte zu essen, anstatt jetzt, weiß nicht, ein Brot zu schmieren, zu belegen und was weiß ich, oder nicht Reis zu kochen mit irgendwas oder Kartoffeln. Das ist für das Gehirn halt, wirkt es halt erstmal einfacher. Aber auf lange Sicht gesehen, und das sehen wir halt erstmal nicht direkt, kann die Rohkost schon relativ schwierig sein. Deswegen finde ich es angebracht oder auch cool, sich selbst dafür immer zu loben und zu lieben, dass man es halt wirklich, ja, macht, diese Rohkost zu essen, weil es nicht selbstverständlich ist, sondern wirklich ein richtig krasser Schritt. Auch wenn wir es erstmal nicht langfristig sehen, weil wir die Erfahrung nicht gemacht haben. Und ich habe mittlerweile auch nach den 2 Jahren die Erfahrung, wie krass der Schritt eigentlich ist und wie krass der Unterschied ist. Und ja, ich gucke mal kurz in die Notizen. Ja, die Rohkost, wenn man es als einfach abtut, unterbewusst, dann verliert es einfach an Wert, und damit auch an Wahrscheinlichkeit, es dauerhaft und regelmäßig in sein Leben zu ziehen, weil man sagt, ja, es ist ja eh einfach, dann brauche ich mich gar nicht so drum zu kümmern, in Anführungszeichen, dann brauche ich das auch gar nicht so, ja, gar nicht so dankbar dafür sein auch, weil es ist ja eh gar nicht so schwer und im Endeffekt stellt sich aber auch heraus, dass es auf lange Sicht doch gar nicht so einfach ist, das dauerhaft durchzuhalten. Und wenn man es von Anfang an, wenn man von Anfang an sehr, sehr dankbar ist, das funktioniert natürlich auch, diese Dankbarkeit, und sich auch selbst dafür dankt, das ist ja eine Form von Liebe, dass man das halt wirklich versucht und wirklich macht und mit jeder Mahlzeit, dann gewinnt es einfach an Wert und man ist auch viel freudiger dabei, das dann auch dauerhaft und immer wieder zu machen, auch mal wenn es halt schwieriger wird. Wobei man natürlich auch immer schauen muss, ob es in gewissen Situationen natürlich trotzdem Sinn macht, etwas zu essen, was eigentlich nicht in den aktuellen Ernährungsplan hineinpasst. Aber das wäre ein anderer Punkt. Es erhöht sich auch dadurch die Wahrscheinlichkeit, dass man, das habe ich ja eigentlich gerade schon angerissen, es erhöht sich ja durch die Wahrscheinlichkeit, dass man Rohkost zu sich nimmt, anstatt etwas Schlechteres. Weil man, aber da kommt halt noch ein Punkt hinzu, wenn man zugleich das positive Gefühl der Selbstliebe dadurch mit erhält und dann auch ja, freudiger dabei ist, die Rohkost zu sich zu nehmen, weil man sich dann bewusst wird wieder, dass man sich eigentlich dadurch ja selbst liebt. Und darum geht es im Prinzip auch. Ich bin gerade
Das ist ein anderer Satz. Also es geht auch im Prinzip genau darum, um diese Bewusstwerdung. Also es ist deswegen halt keine psychologische Selbstmanipulation, dadurch, dass man halt sagt, aha, dann lebe ich mich da selber. Also ist das sozusagen ein Belohnungsmechanismus? Das ist es im Prinzip nicht. Deswegen, weil die Rohkost nämlich, also Rohkost zu essen nämlich ein Ausdruck ist der Selbstliebe. Deswegen macht man das nämlich. Und indem man sich dann halt wirklich sagt, ich liebe mich dadurch, dass ich das gegessen habe, dann macht man sich eigentlich nur bewusst, warum man das eigentlich tut. Deswegen ist es einfach nur eine Bewusstwerdung dieser wirklichen Intention und keine Selbstmanipulation oder sonst was. Und das ist für einige Leute vielleicht auch interessant, dass sich dem wiederum so bewusst zu werden, weil viele, und dazu gehörte ich früher auch, die sagen, ich will mich aber jetzt nicht irgendwie mit irgendwelchen Techniken oder irgendwas selbst manipulieren, um ich das besser schaffe. Das ist es im Prinzip nicht. Es ist nur eine Bewusstwerdung der wahren Intention. Also es geht wirklich um Wahrheit. Und das finde ich halt schon sehr genial, muss ich sagen. Und der nächste Punkt wäre, bei gekochten sollte man hingegen sich einfach nicht runterziehen, sondern diese Tatsache einfach hinnehmen und die Stimmung beibehalten, also die allgemein positive Stimmung beibehalten. Wenn man jetzt keine positive Stimmung hat, dann sollte dann nicht die Stimmung beibehalten, sondern einfach positive Stimmung schaffen. Und das kann gekocht das manchmal auch. Da ist es kein Problem, denke ich, wenn man die Stimulation, diese starke Stimulation der gekochten Nahrung halt auch wirklich ausnutzt. Ja. Und nicht sagt, ja, ist jetzt gekocht und ist alles scheiße und sowas. Das macht keinen Sinn. Aber ich würde mich da trotzdem nicht zusätzlich lieben dafür. Nicht, weil das dann irgendwie einen negativen Belohnungseffekt erzeugen würde, sondern einfach, weil es dann die Wirkung bei der Rohkostlobung außer Kraft setzen würde. Dann wird das wieder den Wert verlieren, weil man ja bei gekochten sich ja auch liebt. Jedenfalls sollte man sich da einfach nur nicht runtermachen bei der gekochten Nahrung. Ja, das wollte ich kurz sagen, das finde ich, also ich finde das schon sehr, sehr genial. Ich werde das so jetzt ausprobieren, weil ich das oft, ja, ich war ja auch schon ziemlich früh, schon vor einem Jahr, in den sehr, sehr hohen Reinigungsgraden, habe das aber gar nicht so richtig, ich war mir dessen gar nicht so richtig bewusst. Ich habe einfach nur gemerkt, ja krass, dass ich mich jetzt schon, ja, dass das eigentlich so einfach war. Und dann habe ich das gar nicht so richtig wertgeschätzt, sondern einfach so hingenommen. Also es hat sich nichts Dauerhaftes entwickelt. Also es hat sich nichts festgesetzt im positiven Sinne, sondern es ist einfach so, ich habe es einfach gemacht und dann ging das auch sehr, sehr schnell. Aber dann kann man auch schnell zurückfallen, wenn man das dann halt nicht so wertschätzt. Und wenn man dann halt wieder zurückfällt in Anführungszeichen oder zurückgeht, dann, und wenn das halt oft genug passiert, dann merkt man halt schon, dass das, obwohl es eigentlich einfach war, diesen Weg zu gehen, dass es halt nichts Selbstverständliches ist zumindest. Und dass es halt schon einen Wert hat, auch wenn es einfach ist oder